Und herzlich willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Ofen und nach allem Möglichen. Kann ich das eigentlich auch sammeln hier? Sammel es. Sammel es! Nein, ich kann jetzt einfach mal zur Ermittlung zurück, denke ich mal. Hier komme ich ja nur zum Ausgang, oder? Ja. Ich gucke noch einmal hier unten rum nach dem letzten Ofen. Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere. Das kennen wir doch schon. Ich habe es gesehen und ich werde Albträume haben. Ich denke, wir haben schon eine Weile genug Albträume. Sprich nicht davon. Sprich niemals davon. Hör auf zu reden. Ich will die Sendung sehen, weißt du? Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? Ja, ich habe ja schon eigentlich hier rausgefunden, was sie wissen über den Mord am Mädchen. Ich hoffe, das wurde auch gespeichert. Hey, Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Auch das kennen wir schon. Ich wollte... War eine rhetorische Frage. Herrgott nochmal. Komm schon, guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so, du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Tja... Den Waschraum müssen wir wieder finden. Ne, da ging es ja nicht. Hier ging es zum Waschraum, glaube ich, ne? Ja. Hallo. Ich weiß doch eigentlich jetzt, wo sie ist. Ich hoffe wirklich, dass sie etwas finden. Ich verstehe das nicht. Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Das hoffe ich doch. Jedes Mal, wenn wir... Auch das kennen wir schon. Exit. 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 Ich muss einen anderen Weg finden. Ah! Okay. Ach, so kann ich das jetzt... Ja, und jetzt? Bing! Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Ach, ich muss das immer erst so lösen. Jetzt... okay. Dann weiß ich auch, wie ich das jetzt oben machen muss. Okay. Hallo. Hör zu, du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh. Warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wachgehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Ach Quatsch! Drogen, go, go! So. Nachdem ich das geklärt habe, kann ich ja auch versuchen, hier, North Stairwell, die Treppe zu nehmen und mich wieder meinen Ermittlungen zu widmen. Denn wenn ich mich dieser Frage nähere... Ja, wenn ich mich dieser Frage nähere, die in der Nähe ist, wenn ich dann in der Nähe bin, dann müsste ich ja eigentlich den Hotkey drücken können. South Stairwell, sehr gut, da geht's wieder hoch. Denke ich, ja, da,
Da war der Dämon vorher. So. Third Floor. Vielleicht können wir hier dann auch den Flur lang laufen und schnell wieder zum Treppenhaus finden. Ja. Dass sie nicht einfach ein gescheites Treppenhaus haben. Naja. Boah, das hat ja super geklappt diesmal mit der Orientierung. So, da sind wir auch schon. Aus dem vierten Stock bin ich also gefallen. Das ist schon ordentlich. So. Hey, ich dachte, ich kann das jetzt hier lösen, wenn ich in die Nähe mich bewege. Ich muss noch mehr Hinweise finden, aber sie sind doch keine Hinweise mehr. Jetzt einfach alles ablaufen. Ah. Nicht zu erkennen, aber ich kann doch bestimmt von ihm... Ja. Na, endlich. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Ja. Juhu. Und jetzt? Mann, wir müssen die Mieter finden. Ja, bla 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 bla. Was ist hier mit den Zetteln? Die habe ich doch vorhin schon angeguckt. Die interessieren ihn nicht? Na gut, okay. Wohin ist es mit hingegangen? Ist Rex draußen jetzt? Ich guck mal, ob der draußen ist. Nee. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Was fürchten Sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Naja, okay, das kennen wir auch alle schon, das ist nicht so relevant. Ich frage mich, was immer diese Flecken sind hier auf dem Boden. Hier kann ich nicht hin. Und der Polizist... Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Hm. Fokussieren. Ach, er hat sie jetzt weggeschoben. Folge den Geräuschen, die am stärksten, die stärkste psychische Energie kennzeichnen, okay? Woran sehe ich das denn? Wo es mir wackelt oder was? Verwandte. Wahrscheinlich eine Verwandte. Priester. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Ah. Flashback abholen. Ach so. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Sehr gut. Okay. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Okay. Ziel erfüllt. Verlasse die Wohnung. Das habe ich getan. Die Bilder waren es also. Ich musste also, jetzt verstehe ich das auch, ich musste ihn dazu bringen, die Bilder anzuheben, weil ich das selber ja nicht tun kann, damit ich die Bilder darunter sehen kann, quasi. War das jetzt das richtige Treppenhaus? Nein, da geht's hoch. Gut, dann laufen wir durch den Flur.
Zack, zack. So bin ich ein bisschen schneller noch. Runter. Die Nebenquests haben wir auch erledigt, das ist auch sehr gut. Hier ist das Geschreibsel, was es damit auf sich hat, das werden wir sicherlich auch noch früher oder später erfahren. So. Im ersten Stock. Und hier ist der Ausgang. So. Exit. Ich sollte durch das Fenster im obersten Stock. Nein! Das Mädchen. Lass mich! Scheiße! Warum? Das wollte ich doch vorhin machen und da ging es nicht. Kann ich nicht. Ah, ich kann rennen. Ja, Gott, dass ich rennen kann, das hätte ich mir auch mal früher denken können. Okay, warte. Flur. Na, jetzt geht das ja auch schon alles etwas flotter. Ich latsche die ganze Zeit so in der Zeitlupe durch die Gegend. Flamet mich nicht. Ja, ja, die Anne. Immer nur verpeilt am Rumnuben. Man kennt es. So, jetzt habe ich es aber. Immerhin hat er mir gesagt, warum. Sonst wäre ich ja jetzt durchgedreht. Wenn ich das nicht verstanden hätte. Verlass die Wohnung. Hier. Klar, offenes Fenster ist ja auch easy. Easy peasy dann. Da ist auch die Kirche gleich. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Easy. Er hat also Höhenangst. Finde die Zeugin. Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Na gut, dass die Kirche so in der Nähe ist. Begib dich zur Kirche. Wer ist hier denn noch? Was können wir denn von denen noch erfahren? Sieh es ein. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Cops fragen sich, ob Baxter Ronan genug gehasst hat, um ihn umzubringen. Ja, ja. Oh, hier haben wir noch ein paar Hinweise. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauerte eine Weile, bis er darüber reden konnte, aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein. Und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist ein Mysterium, warum dort so viel Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern. Aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist, und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen es nie. Mein Leben überdenken. Alles für mich starb. Tja, wir haben unsere Frau wohl auf tragische Art und Weise verloren. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Dann muss ich wohl hier durch. Irgendwie. Guck mal, da liegt auch noch was. Da bin ich. Es ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Mein Schwager. So, da ist die Kirche. Muss hier lang? Ah, ne, da durch. Ah.
Aber wie komme ich da hin? Ist die Frage. Nee. Wie komme ich da rein? So nicht offenbar. Ach, ich kann ja durch das Gitter durchlaufen, ich Idiot. Ist das ein Schiff? Was zur Hölle? Hier komme ich nicht weiter. Hier auch nicht. Aber hier. Sind die irgendwo Dämonen oder wieso sind hier so viele Verstecke? Scheint nicht so zu sein. Oh, was haben wir denn hier? Ah, warte mal. Und hier? Ich musste nicht mal nach dem Tattoo zum Autodiebstahl fragen. Ich hasse es. Es ist protzig, geschmacklos, gewöhnlich. Es kann mein Missfallen spüren. Aber ich schätze, es ist zu spät. Alle Tattoos bringen die Gefahr des Bedauerns mit sich. Ach cool, dann... Aha. Was haben wir hier? Ewige Flamme. Kann ich hier noch irgendwas entfernen oder... Ne, warte mal. Kann ich auf das Schiff irgendwie? Naja, wie es weitergeht, erfahrt ihr jedenfalls in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.